Es sieht ein bisschen gemütlich aus, vorweihnachtliche Stimmung hier in Tokio, und das lässt ja eigentlich hoffen, denn wir wissen, die Weihnachtszeit ist ja einerseits eine besinnliche, eine einkehrliche und für viele von uns noch wichtiger, eine positive für die Märkte. Und tatsächlich ist das unsere Erwartungshaltung aktuell ja, denn wenn man sich den Markt mal anguckt, kann man eigentlich gar nicht auf einen anderen Trichter kommen, als dass die Aufwärtsrichtung wohl die bessere ist. Denn wir haben das gesehen, dass sowohl der Dow Jones als auch der DAX, zumindest mal vorhin, als auch der Nasdaq und der S&P im Moment tapfer nach oben streben. Wir sehen dort eine deutliche, eine starke Aufwärtsbewegung und, was ich fast noch besser finde, zumindest mal in der Kombination, eine sehr wackelige Abwärtsbewegung, eine sogenannte Bullenflagge. Das ist immer wieder ein schönes Zeichen, ein typisches, ein klassisches Zeichen dafür, dass der Markt stark auf der einen Seite und, wichtig, schwach auf der anderen Seite ist. Das haben wir in dem Fall gegeben, insofern eigentlich perfekte Situation. Man kann ja nur darauf hoffen bzw. sich freuen, dass sich das nochmal fortsetzt, und das ist tatsächlich das klassische, das typische Bild, dass die Erwartungshaltung ist, dass es sich nochmal nach oben fortsetzt. Elliott-Wellenfreunde werden sagen, naja, das sieht doch sowieso fünfwellig aus, die fünfte Welle müsste jetzt folgen. Und die kann man natürlich per se schon mal handeln. Die würde allerdings auch wieder darauf hindeuten, dass wir vielleicht sogar noch deutlich mehr nach oben erwarten können. Das ist allerdings zum heutigen Zeitpunkt noch nicht gesagt, aber soll uns auch nicht stören, denn wenn jetzt als nächstes mal die Bewegung nach oben geht, also die Aufwärtsseite getriggert wird, hätten wir die besten Chancen, um da mit dabei zu sein. Anders sieht's aus beim Euro gegen US-Dollar, denn der ist gerade tapfer auf dem Weg nach unten, also heftige Bewegung hier. Auch beim Gold sieht es nicht wirklich viel besser aus. Wir sehen also einen etwas stärkeren US-Dollar. Womit das zusammenhängt, kann man sich vielleicht überlegen, wenn man sich die politische Seite mal anguckt. Es gab einige Nachrichten auch übers Wochenende, zum Beispiel die Wahlen in Hongkong. Das waren zwar nur Bezirkswahlen, aber trotz alledem ein bisschen eine Indikation dafür, wie die Leute dort so tickern. Ist es wirklich nur eine politische aktive Minderheit oder leider auch eben sehr zerstörerische Minderheit, oder ist es eben auch wirklich die breite Bevölkerung, die hier sich für Unabhängigkeit ausspricht? Und ich glaube, Letzteres hat das tatsächlich bewiesen. Zu was das nachher führen wird, das werden wir wohl noch abwarten müssen, denn die Chinesen, zumindest mal die chinesische Führung und auch die chinesischen Medien, die haben ja schon angedeutet, vorsichtig, es ist an der Hongkong-Frage nicht wirklich zu rütteln. Es geht nicht daran vorbei, dass wir ein Land, zwei Systeme, aber eben ein Land, ihr habt es begriffen, nochmal ein Land eben sind. Also das ist durchaus noch eine starke Betonung, die wir da hören aus China immer wieder und dementsprechend für Hongkong auch nicht wirklich für Ruhe sorgt. Vielleicht nicht uninteressant ist die Meldung, die hier jetzt in den japanischen Medien zu lesen war, dass sogar das US-amerikanische Militär erwägt, was kann man tun, wenn da die Gewalttätigkeiten weitergehen? Müssen wir da, können wir da irgendwie aktiv werden? Das ist längst alles noch nicht diskutiert, aber zumindest mal angedacht. Und sobald das in den Medien mal publiziert wurde, kann man sich vorstellen, dass da der ein oder andere Gedanke schon mal geäußert wurde. Es bleibt also spannend, nachrichtenseitig heute jetzt nicht mehr so arg viel auf dem Plan, das geht frühestens erst morgen weiter. Ich denke aber, heute haben wir noch mal ganz gute Chancen hier, wenn der Bruch da eben passiert, auf der Nordseite mit dabei zu sein. So, abschließend nochmal, ich habe eben Gold erwähnt mit der Aussicht, dass das ja eine Abwärtsbewegung ist. Da fällt mir natürlich Silber ein und das ist unser Trade des Tages. Wer also an Edelmetallen Spaß hat, der sollte sich unbedingt dort mal angucken, was wir geschrieben haben. Denn einerseits lässt sich das als Trade möglicherweise nutzen, aber auch als ein echter Warnschuss. Wenn hier bestimmte Ereignisse passieren, kann das nämlich sein, dass da durchaus noch mehr zu sehen ist. Aber ich will nichts vorwegnehmen. Gucken Sie sich selber an, lesen können Sie selber. Ich wünsche Ihnen toi toi toi, nicht beim Lesen, sondern an den Märkten, und freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Bis dahin, machen Sie es gut. Ciao, ciao.